40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 22. And today we have day 22. Das Thema heißt Geheimnisse erkennen. And the theme is today to know mysteries. Und wir wollen hineinschauen, was Jesus dazu sagt. And we want to look into the word what Jesus says about this. Lukas Kapitel 8 Vers 10. We have in the Gospel of Luke chapter 8 verse 10. Er sprach aber. And he said, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. And to you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Den übrigen aber in Gleichnissen. But to others in parables. Damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. That seeing they might not see and hearing they might not understand. Jesus erklärt hier. Jesus explains here. Dass euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. That to you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Es gibt im Reich Gottes Geheimnisse zu erkennen. And in the kingdom of God there are mysteries that we need to know. Und das ist einer Gruppe vorbehalten. And only a certain group can understand these mysteries. Und Jesus nennt sie euch ist gegeben. And the Lord Jesus says to you it is given. Und ich wünsche dir, dass du so nah am Herzen Jesu bist. And I really wish for you that you are so close to the heart of God. Dass du die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehst. That you understand the mysteries of the kingdom of God. Eine zweite Bibelstelle, wo Jesus erzählt. A second scripture where Jesus explains. Ist in Matthäus Kapitel 13. Matthew 13, verse 11. Er beantwortete und sprach zu ihnen. He answered and said unto them. Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel zu wissen. Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Jenen aber ist es nicht gegeben. But to them it is not given. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und überreichlich gewährt werden. For whosoever hath, to him shall be given. And he shall have more abundance. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he has. Jesus erklärt hier, es gibt Geheimnisse des Reiches der Himmel. Jesus explains here that there are mysteries of heaven. Und wir können sie vom Himmel erkennen. And we can know them here on earth from heaven. Ich wünsche dir, dass du so nah an das Herz Jesu kommst. I wish that you come so close to the heart of Jesus. Dass du die Geheimnisse des Reiches Gottes erkennst. That you know the mysteries of the kingdom of God. Und Jesus sucht Menschen, denen er seine Geheimnisse offenbaren kann. And Jesus is looking for people that he can reveal his mysteries. Ja. Aber wie kommen wir an diese Schätze ran? But how can we get to know these treasures? Wie kommen wir an diese besonderen Geheimnisse dran? How can we touch these special mysteries? Jesus sagt, Jesus says, in Matthäus Kapitel 6, Vers 21, in Matthew 6, verse 21, er erzählt über die Schätze. He talks about the treasures. Und er bringt das auf einen Satz zusammen. And he combines it all in one sentence. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. For where your treasure is, there will your heart be also. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Where your treasure is, there's also your heart. Wir verstehen, dass die Geheimnisse Gottes direkt aus seinem Herzen kommen. We understand that the secrets of God, the mysteries, come directly from his heart. Und wenn du die Geheimnisse erkennen willst, des Reiches Gottes, and when you, or if you want to recognize or know the mysteries of God, dann hat es etwas zu tun mit deinem Herzen. Then it has something to do with your heart. Wenn dein Herz dem Herz Gottes entspricht, when your heart corresponds with the heart of God, sind die Geheimnisse des Himmels offen für dich. Then the mysteries of heaven are open to you. Ich kenne Menschen, die sind so nah an dem Herzen Gottes. I know people that are so close to the heart of God. Die haben tägliche Offenbarungen. That have daily revelations. Die haben solche Geheimnisse, die sie bekommen. They receive such mysteries. Und es ist so was Besonderes. And that's something very special. Ich möchte ein paar Fragen stellen. I want to give you now some questions. Um zu prüfen, wie weit ist dein Herz am Herzen Gottes dran? I want to test now how close is your heart to the heart of God. Wie nah bist du dran, dass Jesus dir die Geheimnisse zeigen kann? How close are you to God so that he can reveal to you his mysteries? Frage Nummer 1. Question number 1. Kennst du ihn? Do you know him? Kennt er dich? Does he know you? B,
Bist du ein wahrer Jünger Jesu? Are you a true disciple of Jesus Christ? Der nicht über ihn redet, sondern mit ihm redet. That doesn't talk about him, but with him. Zählst du zu den Jüngern, die ihm treu nachfolgen und seinen Willen tun? Are you one of those disciples that follows him faithfully and do his will? Kann Gott dir seine Geheimnisse anvertrauen? Can God entrust his mysteries to you? Wie viel Zeit verbringst du mit ihm? How much time do you spend with him? Verstehst du ihn, wenn er über himmlische und göttliche Dinge reden will? Do you understand him when he talks and wants to talk about heavenly and kingdom mysteries? Oder geht's dir immer nur um deine eigenen Probleme? Or are you always just concerned about your own problems? Sprichst du mehr über dich? Are you talking more about yourself? Oder sprichst du über den Himmel? Or are you talking more about heaven? Ähnelt dein Herz dem Herzen Gottes? Is your heart similar to the heart of God? Und diese Fragen möchte ich dir mitgeben. And those questions I want to give to you. Prüfe dein Herz da drin. Test your heart. Und dann, je mehr dein Herz dem Herzen Gottes entspricht, and the more your heart corresponds with the heart of God, desto so einfacher kannst du Geheimnisse des Himmels empfangen. And it's then very simple to receive the mysteries of heaven. 1. Korinther Kapitel 2 sagt. 1. Corinthians verse 2 it says. Im Vers 9. In verse 9. Dass ein Geheimnis des Reiches Gottes ist Liebe. One mystery of God is love. Ein Schlüssel, um Geheimnisse zu bekommen, ist Liebe. One of the keys to receive the mysteries is love. Und das wollen wir lesen zusammen. And we want to read that together. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. In 1 Corinthians 2, 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard. Und in keines Menschen Herz gekommen ist, neither have entered into the heart of man, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. And that the heart of man, the things which God has prepared for them that love him. Im Himmel gibt es Dinge, die noch niemand gehört hat. In heaven there are things that nobody has heard yet. Was überhaupt noch niemand gesehen hat. And nobody has seen it yet. Und es ist vorbereitet für dich. And it's prepared for you. Gott wartet, bis er endlich mal das offenbaren kann. God is waiting until he can reveal it to you. Und er hat das schon vorbereitet. And it's all prepared. Aber für wen? But for whom? Für die, die ihn lieben. But for those that love him. Liebe ist das zentrale Thema des Bundes Gott mit Gott. Love is the central theme of the covenant with God. Und wenn du die Geheimnisse erkennen willst, and when you want to recognize the mysteries, bleib in der Liebe. Remain in love. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von meinem Leben. I want to tell you a story from my life. Als ich ein Kind war, when I was a child, ich habe ja 6 Geschwister. I have 6 brothers and sisters. Und wir haben einige Sachen angestellt immer. And we also were naughty sometimes. Und wir wollten nie, dass unsere Eltern das mitkriegen. And we never wanted that our parents found out about it. Irgendwas haben wir angestellt. We did something naughty. Und ich habe eine ältere Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich. And I have an older sister that is 2 years older than me. Und wir haben nicht erkannt, dass Geheimnisse von Gott offenbart werden können. We never realized that these mysteries that we, you know, where we were naughty, can be revealed by God. Ja, und wir sind zu unseren Eltern gekommen. And we came to our parents. Die wussten es schon immer alles. And they already knew everything about us. Das hat uns geärgert. And that makes me very angry. Und dann haben wir eine Besprechung gemacht als Kinder. And then we children had a talk with each other. Dann haben wir uns gewundert. We were very surprised. Woher kriegen sie diese Geheimnisse mit? Where do they always find out those secrets? Wer von uns plaudert es aus? Who of us is telling them? Keiner hat was ausgeplaudert. Nobody talked to them. Und meine Schwester, sie war schon ein bisschen weiser als ich. And my sister, she was a little wiser than I was. Und sie hat nachgedacht. She thought she was thinking. Ich glaube, ich weiß es. She said, I think I know why they know our secrets. Gott offenbart ihnen diese Geheimnisse. God is revealing them those secrets. Und alle wir Kinder. And we all children. Und das kann doch nicht sein. That can't be true. Und eins habe ich verstanden damals. But I understood one thing. Wenn man am Herzen Gottes dran ist, when you are close to the heart of God, bekommst du so viele Dinge. Then you receive so many things revealed from God. Und es dient immer zum Besten. And it always serves for the best. Und Gott sucht auch treue Leute. And God is looking for faithful people. Weil die Geheimnisse, die offenbart werden, because the mysteries that are revealed, die dürfen nicht zum eigenen Zweck missbraucht werden. They cannot be abused for your own purpose. Sondern sie werden treuen Menschen gegeben. Only faithful people are receiving them. Die auch umgehen können mit diesen Geheimnissen. That can handle these mysteries. Unsere Eltern, wenn sie das wussten,
And our parents, when they knew about these things, sie haben schon Konsequenzen gezogen. There were consequences. Aber sie haben in Liebe reagiert. But they responded in love. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Suche die Geheimnisse des Reiches Gottes. Seek the mysteries of the kingdom of God. Indem dein Herz dem Herzen Gottes gleich wird. And your heart has to be more and more like the heart of God. Und der Schlüssel ist Liebe. And the key to it is love. Und ich wünsche dir von Herzen, and I wish you from my heart, dass du das erlebst, was das Wort sagt. That you experience what the word of God says. Was kein Ohr gehört hat. What no ear has heard. Was kein Auge gesehen what hat. No eye has seen. Hat Gott für dich vorbereitet. Has God prepared for you. Weil du ihn liebst. Because you love him. Amen. Amen. Und ich wünsche dir etwas von meinem Herzen. I wish you now something from my heart. Ein Geheimnis. A mystery. Vergiss niemals. Don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And mightily blessed. Amen. Amen.